Willkommen zurück. Wir sind mitten im Kampf gegen Amra Schwarzmähne. Diesen alten Halunken. Den müssen wir kaputt machen. Tja, so ist das. Und das schaffe ich auch. Ich werde mir jetzt trotzdem jetzt gleich wahrscheinlich einen Gehilfen holen, damit ich jetzt nicht meine Pips wieder ausgebe für Heilung und sich dieser Kampf nicht noch länger zieht. Ich bin so ein bisschen ungeduldig. Ich möchte hier weiterkommen. Außer müssen wir hier den guten Typen noch ein bisschen vorbereiten. Na, guck mal hier, der sammelt schon wieder die Power. Aber ich habe noch ein Turmschild drauf eigentlich, ne? Habe ich noch drauf. Ja, dann werden wir jetzt gleich nämlich unseren Freund Ifrit benutzen und danach den Meteor. Plus 35, aber minus 50. Ergibt zusammen trotzdem 400. Oh shit, das ist aber viel. Hallo. Ja, wie gesagt, ne, ihr seht es selber, es geht nicht mehr lange gut hier. Meine... Nee, das werde ich jetzt nicht. Ich werde aber nicht Stufe 70 ausgeben, sondern da reicht es auch. Stufe 50 reicht auch. 50 Kronen, das kann man sich leisten. Was haben wir hier noch? Der hat einen super Pip, damit kann er mir im Moment nichts antun. Wir machen einmal Anfachen auf ihn. Er hat ja drei Feuerprismen drauf. Und ich hoffe, dass hier der kleine Typen aus Drachenfels, dass er mich heilen kann. Gut, vielen Dank, sehr nett. 50 Kronen, ne? Wie gesagt, Wizard of Oz, das einzige Spiel, wofür ich Geld ausgebe und auch regelmäßig. Sind zwar jetzt keine hohen Beträge, aber natürlich hat es sich im Laufe der Jahre summiert. So, jetzt kriegst du aber einen auf den Sack. Vielleicht ist er tot. Wenn es jetzt noch einen kritischen Angriff gibt und der den nicht blockt, dann war es das mit Amra. Nein. Aber es gibt das. Ach, mein Feuerprisma hat gar nicht... Doch. So. Der Käfig. Ich bin frei! Was war ich für ein unvorsichtiger Narr! Sie haben mich im Schlaf überrascht und in diesen Käfig gesperrt. Danke, dass du mich befreit hast. Und du hast auch meinen Stab. Ich denke, du verdienst es, ihn an meiner Stadt zu tragen. Sicher steckt Inyanga hinter dieser Rettungsaktion, nicht wahr? Ich bin euch beiden sehr dankbar. So, aber wir sind in der Savanne. Und da wollte ich ja noch gerade nach dem Äffchen gucken. Ich muss das jetzt auch nicht großartig suchen. Lass mal gerade gucken. Ich habe während des Kampfes ein bisschen geguckt. In dieser Savanne laufe bis ganz ans Ende zum Felsen von Nemea, wo die Feuerlöwinnen herumstreichen. Zum Felsen von Nemea. Wo war das denn? Ach, hier. Hier oder da auf der Seite? Das ist jetzt die Frage, ne? Auf welcher Seite? Baobab-Kreuzung. Also drehe ich mal um. Hi. Und dann gucke ich mal hier gerade nach dem Dingens. Ah, hier sind die zerstörten Hütten, genau. Und dann hieß es irgendwie dazwischen. Ja, habe ich... Ich dachte, ich hätte das hier schon längst. Ja, ja, dann bin ich ja hier schon direkt richtig. So, hier sind die zerstörten Hütten. Hier ist nochmal schwarzer... Da hinten ist das Äffchen. Und ich habe nur keinen Bock, hier in den Kampf zu kommen. Kann nämlich gut sein, dass ich hier nicht vorbeigegangen bin, weil hier die Mädels so lang, so nah dran heran rumstreunern. Da ist er. Tada! Und ab zur Baobab-Kreuzung. Oh, sorry. Ich hab dir doch schon mal guten Morgen gesagt, lieber Pascal. So, Inyanga. Dafür gibt's jetzt einen Trainingspunkt. Du hast einen großen Krieger, einen großen Dienst erwiesen.
Erlaube mir nur, du bist nicht der Erste, der nach Safaria reiste, um meinem Volk zu helfen. Er nannte sich der Professor. Der Professor besaß ein unglaubliches Werkzeug, den mysteriösen Messschieber. Auf dem Markt erzählt man sich, dass die Gorilla-Spinnenhexen im Konga-Dschungel nun diesen Messschieber haben. Kannst du dich zum Konga-Dschungel aufmachen und den Gorilla-Spinnenhexen den mysteriösen Messschieber wieder abnehmen? Bringe ihn zu mir, wenn du ihn hast. Nehmen wir den Pascal mal mit. Da gibt nämlich jetzt noch ein paar Sachen zu erledigen. Und dann gehen wir jetzt in... müssen ein paar kleinere Gegner erledigen. So. Oh, da haben wir 8 Uhr. Die Kirchenglocke läutet. Und dann werden wir Gorilla-Spinnenhexen besiegen. Und wir werden nochmal die Schwarzzahn-Kultisten, heißen sie so, besiegen. Kommen wir nicht drum rum. Ne? So, ich habe einen weiteren Trainingspunkt. Ich bin sehr geizig, was meine Trainingspunkte angeht. Ich bewahre mir die schön auf. Wer weiß, wofür ich die noch gebrauchen kann. Und wir wissen ja alle, wenn man sich die Trainingspunkte zurückkauft, ist es zum einen sehr teuer, kostet viele Kronen. Und zum anderen musst du natürlich etliche nützliche Sachen, die du dir zwischenzeitlich gekauft hast, ja auch wieder besorgen. Ne? Du hast hier mal eine Karte gefunden, die du für einen Trainingspunkt gekauft hast. Dort mal und so weiter. Das ist ziemlich lästig. Deswegen Eile mit Weile. Bisher komme ich damit ganz gut zurecht, was ich habe. Holy crap, das ist so eine Latscherei immer. Ich sollte mit meinem Hintern auch mal im Konga-Dschungel bleiben. Vielleicht sollte ich mir mal einen Wegpunkt markieren. Mache ich auch. Ich habe eh 420 Mana. Was soll der Quark? Brauche ich auch gar nicht so viel. Aber ich hatte meinen Wizard City mir meine Flaschen auffüllen lassen können. Ne? So, wir werden hier das hier markieren. So, Gorilla-Spinnenhexen. So, jetzt läuten die Glocken. Jetzt besteht natürlich die Gefahr, dass meine Jungs wach werden und gleich hier wieder rumtanzen. Oder dass das Baby wach wird und sagt, ich habe keine Lust mehr im Bett zu liegen. Dann müssen wir das natürlich ändern. Dann muss ich auch hier aufhören. Ah, hier, Schwarzzahnkultisten. 4 Obeliskenstücke müssen wir besiegen. Aber Moment, bitte nicht das Bosskartenspiel, sondern das Hauptkartenspiel. Was haben wir da drin? Zweimal das, zweimal das, zweimal das. Sehr gut. Auf geht's! Jetzt müssen wir kämpfen. 1915. Weg, weg, weg. Weg. Ah. Bald kaufe ich mir eine coole Kamera. Und dann gibt es auf dem anderen Kanal coole Videos. Oh, das ist ein interessanter Smiley. Ja, mein Haustier sollte ich mal trainieren, fällt mir gerade so ein. 1915. Ob wir das schon damit hinbekämen? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall mache ich hier einmal gerade diese Klinge da weg. Ich glaube, die greifen mich jetzt wahrscheinlich alle mit den Schweinen an. Nee, doch nicht. Lalalala.
müsste eigentlich schon, ja, müsstet ihr eigentlich zwischen gesehen haben. Man kann ein neues Kanalbild. Wizard 741. Hochbildmann. So, lass mal bei der neuesten Folge von gestern gucken. Moment. Ob es da irgendwelche Kommis gibt. Ich glaube, der Pascal wird jetzt sowieso vor mir hier abrocken. Luca Neumann schreibt: Yay, ich bin in den Quests weiter als Killed mit Doppel-L Kaios. Hm. Oh, was ist das? What is this? Das kenne ich auch noch nicht. Ja, wie geil ist das denn? Krass. Wow. Heftig. Wow, was war das? Ja, das vielleicht werde ich das rausstellen und als Einzelvideo raushauen. So wie der 100er Todeszauber. Das habe ich mir fast gedacht. Cool. Den zeige... Hey, fuck you! Wenn sich das hier immer so umstellt, das ist doof. Den zeige ich in einem Extra-Video. Ja, das macht der Blaze Life Hammer nämlich auch. Der macht... Da nimmt er seine Videos auf, macht und tut, und wenn er irgendwas Neues, Besonderes sieht, dann schneidet er es raus und macht daraus so ein ganz kurzes Extra-Video. Und er hat Aufrufe wie ein Weltmeister. Ich jetzt noch gar nicht. Ne, ich hatte ja da diesen Zusammenschnitt aller Feuerangriffszauber gemacht. Tja. Deutlich weniger Resonanz drauf bekommen, als ich erhofft habe. Ich dachte wirklich, hey, was? Kann er den schon wieder machen? Aber der zieht sich, der Zauber hier, ne? Zack, da ist er wieder. Ja, cool. Ne? Wieso kann er überhaupt jetzt gerade am Anfang direkt diesen fetten Zauber hier machen? Das ist natürlich wirklich ein richtig heftiger Zauber. Ne? Ich glaube, der kann einem zum Beispiel mit Chrysalis gut helfen, wenn er den hier viel abzieht und einen selber dann... Den kenne ich mit den Glühwürmchen. Aber der hier sieht auch abgefahren aus, oder? Schon nicht schlecht. Nicht schlecht. Ich würde mich ja schon freuen, wenn Wizard 101 irgendwann sagt, so, und jetzt kommt das mega fucking Update. Jetzt geht es bis Level 120 und dafür gibt es für jede Schule 3 neue Zauber oder so.
So, aber in der nächsten Folge sehen wir uns wieder. Macht's gut. Ciao.